Hallo meine Lieben, wir machen heute ein Weihnachtsgeschenk und zwar machen wir einen Lotion Bar oder eine Lotion Bar, weiß ich nicht. Was wir brauchen, erstmal etwas, wo wir nachher die Flüssigkeit reinfüllen. Ich habe hier, das stimmt hier irgendwas nicht, ich habe hier so etwas, das braucht man natürlich nicht. Man kann auch einfach nur beispielsweise Cupcake-Förmchen nehmen, aber ich finde die ganz süß, das sind eben so Rosen. Außerdem brauchen wir Bienenwachs, wir brauchen Shea Butter, wir brauchen Kokosnussöl, das ist jetzt die feste Form, und wir brauchen ätherische Öle nach Wahl. Ich habe jetzt Lemongrass, hört sich auch komisch an, aber da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Ja, es ist im Moment ein bisschen schwierig, in der Küche zu filmen, aus diversen Gründen. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt erstmal sagen, wie wir da vorgehen. So, wir fangen mal klein an. Ich habe jetzt hier jeweils 25 Gramm vom Bienenwachs, von Kokosöl und von der Shea Butter reingemacht. Shea Butter? Heißt das so? Das werde ich jetzt auf jeden Fall langsam erwärmen, bis alles flüssig ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist ganz flüssig. Und ich werde jetzt was von dem Essential Oil nehmen. Und da steht, man soll erstmal vorsichtig damit umgehen. 10 Tropfen, aber auf eine größere Menge. So. Und der Duft soll not overpowering sein. Ich mache nur ein bisschen was rein. So. Es ist sehr dunkel jetzt hier geworden, es tut mir leid. So, und dann füllen wir das eigentlich schon hier in die Förmchen rein. Ich weiß nicht, werden wahrscheinlich jetzt nicht mal 2 werden. Und natürlich fängt mein Nachbar jetzt an zu bohren. So. Könnt ihr sehen, das Wachsen. So, und das muss jetzt eigentlich einfach nur antrocknen. Nicht antrocknen, fest werden. Ihr könnt vielleicht unten sehen, dass es schon langsam fest wird. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich werde jetzt einfach mal auf die Uhr gucken. Wenn das ein bisschen angefestet ist, werde ich es auf jeden Fall noch in den Kühlschrank stellen, damit es einfach schneller geht. In dem Rezept stand, dass man das über Nacht auskühlen lassen soll, aber so viel Zeit habe ich leider nicht. Das war wohl dann die perfekte Länge. So, die 2 sind schon gut am Härten. Ich habe jetzt noch mehr gemacht. Und ja, wir warten das einfach mal ein bisschen ab. Ich gehe da mal ganz vorsichtig drauf. Oh, das ist wirklich schon fest. Ja. Ja. Ich werde jetzt nur abwarten, bis wenigstens 2 fest sind und dann zeige ich euch mal, wie die am Ende aussehen. Et voilà, da haben wir unsere Lotion Bar. Das ist natürlich jetzt nur der Rest gewesen. Das ist nicht ein ganzes. Da seht ihr, das ist nur so ein kleines bisschen noch. Aber das habe ich einfach mal gemacht, um zu probieren, ob es auch wirklich klappt. Wir probieren jetzt einfach mal, wie die Pflegewirkung. Also ich muss es nochmal sagen, wie unglaublich süß sind sie geworden. Ich finde sie so schön. So, wir probieren das jetzt aus. Ich weiß nicht, wie ich das mit einer Hand machen soll. Wir machen jetzt mal so. Wahrscheinlich sieht man jetzt von mir gar nichts. Also, die schmelzen auf der Haut. Das klappt schon mal wunderbar. Ich schaue mal, ob ich euch das zeigen kann. Nee, sieht man jetzt nicht wirklich. Aber sie riechen gut. Sie riechen so, so gut. Ich mache mal meine ganze Hand. Man könnte es eigentlich auch so machen, als Handcreme einfach. Ein Traum. Leute, macht es nach. Es ist ganz schnell gemacht. Ich glaube, die meisten Sachen solltet ihr auch im Reformhaus bekommen, beziehungsweise eigentlich alles. Und ich habe im Internet gelesen, dass diese Bienenwachs-Pellets besser auflösbar sind, als wenn ihr die in fester Form findet. Ist ja auch klar, ihr müsstet dieses Wachs ja erstmal aufbrechen. Ja, ein kurzes, schnelles DIY-Weihnachtsgeschenk noch, kurz vor knapp. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht und ja, dann zeigt mir das, wenn es geht, auf Instagram. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch noch einen voll tollen Tag.
Schon wieder falsch angefangen. Alles klar, bis dann. Tschüss.